Astrologie, was uns der Blick in die Sterne alles verrät, das weiß Kirsten Buchholzer. Ganz, ganz herzlich willkommen im Guru Talk, liebe Kirsten. Ja, ganz herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich, hier zu sein. Schön. Du bist Astrologin und Mantikerin. Was ist eine Mantikerin? Ja, eigentlich bin ich nur Mantikerin, wenn du das so sagst, ne? Die Mantik, das ist die Kunst, das Wahre zu sagen, kommt aus dem Griechischen. Und ich und mein Mann, wir haben uns Mantiker genannt, als wir uns zusammengeschlossen haben 2010, weil wir mit unterschiedlichen Techniken prognostizieren und uns bemühen, das Wahrheit oder die Wahrheit zu sagen, wenn wir das tun. Und zu diesen Prognosetechniken gehört die Astrologie, aber auch das Kartenlegen. Und da arbeiten wir mit Tarot- und Orakelkarten und ja, haben so eine bunte Mischung aus allen verschiedenen. Das macht ihr beide? Genau. Ja, und er ist auch Astrologe? Nein, er ist ein Steirer und hat dadurch das Talent in die Wiege gelegt bekommen, die österreichischen traditionellen Orakelkarten zu legen. Das ist seine Spezialität. Aber wir arbeiten dann gemeinsam immer gerne mit Tarot. Mhm. Und wir unterrichten auch, wir machen dann immer die Kurse zusammen. Und die Astrologie ist mehr so mein Steckenpferd. Okay, und um die geht es ja auch heute. Was fasziniert dich denn an Astrologie? Ja, mich fasziniert daran, dass ich wirklich Menschen beschreiben kann, wenn ich mir ein Horoskop ansehe und die dann immer so erstaunt sind, was ich da sehe. Und mich fasziniert auch, dass wenn ich mir so mundane Geschehen ansehe, also mundan heißt, dass wir uns das Weltgeschehen aus astrologischer Sicht betrachten, dass ich nicht immer in der Prognose klar Dinge erkennen kann, aber wenn ich das so erforsche, was war denn da los zu dem Zeitpunkt, immer mehr ableiten kann, wie sich Dinge vielleicht entwickeln können. Also dass man mit Astrologie sehr, sehr gute Prognosen treffen kann, die gerade zeitlicher Natur sind. Beim Kartenlegen kann ich zwar immer sehr gut sagen, das sollst du tun, das ist jetzt das richtige Herangehensweise, um ein Problem zu lösen. Aber in der Astrologie kann ich wirklich so Zeitspannen ziemlich gut eingrenzen, wann was sein wird. Ich kann auch rückwirkend gut sehen, was eine Krise ausgelöst hat, schon lange bevor Menschen eigentlich diese Krise hatten, also was da in ihnen gearbeitet hat. Also das steht wirklich dann auf diesem Astrologie-Chart. Also du gibst, also ich sage jetzt einfach mal, du gibst diese Daten irgendwo ein. Mhm. Und dann hast du ein, wie nennst du das, ein Astrologie-Chart oder ein Horoskop. Also ich bin noch aus der Slow School und der deutschen School. Sorry. Aber dann hast du ein ganz persönliches Horoskop von dem Menschen, weil du gibst ja wahrscheinlich auch da wieder die Daten ein von, oder die ganz genauen Geburtsdaten, ne, wie Uhrzeit und Ort und ganz genau. Sowas alles. Um ein Horoskop zu erstellen, brauchen wir den Geburtstag, den Geburtsort und die exakte Geburtszeit. Mhm. Und die exakte Geburtszeit, wenn man die nicht hat, aus irgendeinem Grund, heutzutage ist es ja eigentlich im Trend, dann kann man beim Standesamt sich melden, bei dem man registriert ist. Und die haben die Geburtszeit hinterlegt. Jedenfalls hier in Deutschland ist das Pflicht seit dem 19. Jahrhundert. Von daher kann man diese Sachen dann gut recherchieren. Gut, manche Menschen haben ihre Akten verloren während der Kriege oder bei Bränden. Aber normalerweise, wenn man jetzt so ab den 60ern geboren ist, sollte das kein Problem sein. Und ich kann dir gerne ein Beispiel zeigen, wenn du das möchtest. Ja, mach das doch. Kannst du es vielleicht leichter verstehen. Ganz genau. Ja, gerne. Hier muss ich mal schauen, ob das mit der Bildschirmfreigabe klappt. Warte mal. Ja. So, ja. Das ist ein Horoskop. Ne? Mhm. Und da siehst du schon mal, dass da wesentlich mehr ist, als dass, wenn Menschen sagen, ich bin ein Fisch oder ein Zwilling, ja, sondern wir haben ganz viele Faktoren, die einen Menschen bestimmen. Und das Erste, was wir immer gucken in der Astrologie, ist, wo steht die Sonne? Ne? Mhm. Das ist das, was dann Menschen normalerweise als Sternzeichen bezeichnen. Das ist mein Sternzeichen. Ne? Mhm. Und die Sonne, kannst du die Maus sehen? Ja. Gut, die Sonne ist dieses Symbol hier. Mhm. Ja? Dieser Kreis mit dem Punkt drin. Und die sehe ich hier, steht im Skorpion. Mhm. Wie bei mir. Ja, das,
Genau. Also es ist ein Skorpion-betonter Mensch, auf jeden Fall auch Skorpion-betont, weil da noch die Venus im Skorpion steht und der Uranus im Skorpion steht. Und bevor ich das noch weiter erkläre, versuche ich einfach mal zu sagen, was wir überhaupt da sehen. Ja. Und zwar zu dem Zeitpunkt der Geburt. Ja. An dem Ort, an dem diese Person geboren ist, wird ein Abbild erstellt dessen, was am Himmel zu sehen war. Also natürlich ist es nicht zu sehen am Tag, ne? Dann ist halt der Himmel zu sehen, aber wir wissen, wo dann die Planeten stehen. Ne? Und alles, was am Himmel an dem Tag zu sehen war, ist in dem oberen Halbkreis. Mhm. Und dann alles, was unter uns war, weil wir gehen ja davon aus, dass wir auf einer Kugel stehen, ist da drunter zu sehen. Mhm. Also alles das hier wurde am Tag beleuchtet. All das war unter der Oberfläche sozusagen. Und ganz wichtig für uns ist auch immer der Aszendent. Mhm. Und den haben sich ja auch schon die meisten Menschen gehört. Den sehen wir dann hier. Bei Horoskopen muss man immer anders denken als bei Landkarten, nämlich genau andersrum. Eine Landkarte ist der Osten ja auf der anderen Seite. Ich habe eine Links-Rechts-Schwäche. Rechts. Ich und, auch. Super. Ist egal, also, was du meinst. Also, auf Landkarten wäre der Osten hier. Ne? Im Horoskop ist der Osten hier. Mhm. Und der Aszendent ist das Sternbild, sagen wir, Sternzeichen, das gibt es eigentlich gar nicht in der Astrologie. Wir haben entweder die Tierkreiszeichen oder die Sternbilder. Ja? Das Sternbild, das zu dem Zeitpunkt, als dieses Kind geboren wurde, am östlichen Horizont aufging. Das ist der Aszendent. Ja. Hier ist das Steinbock. Ja? Und das bedeutet für diesen Menschen, dass er sich oft eher steinböckisch fühlen kann als skorpionisch. Weil der Aszendent ist quasi das ganze Leben lang die Brille, durch die ich das Leben sehe, mhm, und die Art und Weise, wie ich mit Situationen umgehe, wie ich spontan reagiere, mhm, und was so auch auf mich zukommt. Also ich habe irgendwann mal gehört, dass man ab dem 30. Lebensjahr seinen Aszendenten lebt. Stimmt das? Kann man nicht so sagen. Du wirst andere Menschen treffen, die es dir andersrum erzählen, also dass dann das unwichtiger wird oder so. Also persönlich finde ich das nicht so hilfreich. Ich finde es immer besser, ganzheitlich zu gucken. Hier diese Person hat auf jeden Fall seit 2008, 2009, 2010 sehr viele Steinbock-Themen gehabt, weil da ganz viel angekickt wurde. Und woran siehst du das? Ja. Sind das diese Pfeile? Nee. Nee. Zum einen sehe ich, dass hier auch der Mond im Steinbock steht. Ja, also wir haben hier jemanden, der fast mehr steinböckisch als skorpionisch ist. Mhm. Weil der Mond, ich muss nochmal ansetzen, die Sonne, ja, die Skorpionsonne repräsentiert das Thema, was zum Strahlen gebracht werden soll in einem Horoskop. So, und hier haben wir die Sonne ziemlich genau auf diesem Teil hier, MC nennt sich das. Das ist der Höchststand der Sonne am Tag der Geburt. Ja. Die läuft halt, das ist hier, Skorpion ist ja eine Winter, also fast Wintergeburt, ne, da läuft die Sonnenbahn schräg, deswegen ist es so schräg. Und diese Sonne steht aber auch fast, wenn du genau guckst, hier im diesem Teil, diesem Kuchenteil, das die Zehen hat. Mhm. Wir haben in der Astrologie halt nicht nur die 12 Tierkreiszeichen und diverse Planeten, sondern auch diese unterschiedlichen Kuchenteile und jedes bedeutet ein Lebensthema. Mhm. Das Haus Nummer 10 ist das Haus, das mit Steinbock in Verbindung gebracht wird. Okay. Ich würde also sagen, hier ist eine Person, die durchaus Ehrgeiz hat, im Leben etwas darzustellen. Ja. Und das ist aber wahrscheinlich erst so seit 2010 sehr stark angekickt worden durch die planetarischen Bewegungen, die die Planeten machen. Mhm. Das versuche ich dir jetzt noch zu erklären. Ist es soweit nachvollziehbar? Ja. Okay, gut. Also jetzt, das ist ja jetzt ein Beispiel von einer Person. Also wenn diese Person jetzt zu dir kommt, was würde sie
jetzt wirklich wissen und erkennen über diese, also jetzt sind es wirklich, ich sag mal, Eigenschaften, die die Person mitbringt und die dann eigentlich auch nochmal so zum aufs Tablett kommen. Genau. Ja. Also ich kann hier in diesem Horoskop erstmal die Grundanlagen erkennen. Ja. Ne? Ich kann erkennen, was will diese Person vielleicht so im Leben erreichen, auf der bewussten Ebene. Ich kann aber auch über die unbewusste Ebene nachdenken. Ja, da gucke ich dann auf andere Planeten. Ich kann darüber nachdenken, was braucht diese Person, um sich wohlzufühlen. Hier in dem Fall, das ist der Mond, ne, geht es darum, einerseits spirituell zu sein, andererseits aber auch eine Disziplin zu entwickeln dabei. Disziplin ist ein ganz wichtiges Stichwort hier in diesem Horoskop. Und ich kann auch darüber nachdenken, wie sieht es mit Partnerschaften aus, auf was für Menschen steht diese Person, wie erobert sie Menschen. Das kannst du alles da drauf sehen. Das sehe ich alles da drin, ja. Deswegen sollte man auch nicht leichtfertig seine Daten immer weitergeben. Nee, das stimmt wohl. Okay. Die Personen kommen ja mit ganz unterschiedlichen Themen zu mir, ne? Viele sind erstmal neugierig, ja, was ist denn überhaupt mein Horoskop? Dann sind sie erstmal ganz erstaunt, dass es eben halt nicht so ist wie im Zeitungshoroskop, ne, dass ich immer hier den Skorpion lesen muss und dann weiß ich Bescheid, ne, sondern du siehst ja, hier ist ein ganz facettenreicher Mensch abgebildet, der auch so nicht unbedingt ganz oft existiert durch den Ort, ne? Auch wenn am dem Tag dieser Geburt die Planeten gleich gestanden haben zu der Zeit. Und dann haben sie natürlich immer Fragen. Sehr oft geht es inzwischen mehr so um existenzielle Probleme. Viele Menschen kommen mit dem Thema, was kann ich denn für mich tun, damit ich gesund bleibe zu mir. Viele haben auch Sorgen mit der Arbeit, Geld, Liebe natürlich ist auch immer noch ein Renner, auch wenn es immer mehr so als letztes gefragt wird heutzutage. Und dann kann ich halt das sehen. Das hätte ich auch nicht gedacht. Was hättest du nicht gedacht? Dass das als letztes gefragt wird, weil das ist ja immer eigentlich ein riesengroßes Thema, ne? Ja, kommt drauf an, in welcher Altersstufe du bist. Ja, das stimmt. Und wobei es auch natürlich in jedem Alter Liebeskrisen gibt, aber die Leute haben tatsächlich inzwischen ernsthafte Sorgen, sag ich jetzt mal. Mhm. Und dann ist es gar nicht mehr so interessant, ob er anruft oder nicht. Weil das stimmt. Anderes geht. Ja. Und dann sind sie natürlich auch total interessiert am Liebesleben, aber das stellen sie lieber zurück, um die wichtigeren Fragen zu erfahren. Okay. Wenn dann diese Fragen sind, dann kann ich Techniken anwenden, um herauszufinden, wo die Person gerade steht. Also das ist das Potenzial, was du hier siehst. Und dann kann ich aber schauen, okay, was ist denn jetzt los? Dafür klicke ich dann einmal. Und dann siehst du innen drin das Geburtshoroskop. Und außenrum siehst du, wie die Planeten jetzt gerade stehen. Ja, also jetzt gerade haben wir die Sonne frisch im Wassermann. Du musst natürlich all diese Zeichen begreifen können. Ne? Die musst du lernen, wenn du dich mit Astrologie auskennst. Du siehst, warum habe ich das mit dem 2010 gesagt? Das ist dieser Planet hier, das ist Pluto. Pluto ist der Planet des Skorpions. Jeder Planet wird auch noch einem Tierkreiszeichen zugeordnet. Es ist der Planet der Transformation. Der Skorpion hat sowieso immer mit Transformationsthemen zu tun. Und der ist halt seit 2010, der bewegt sich sehr langsam am Himmel, durch den Steinbock gereist und hat hier erst den Mond angetickt, also neue Bedürfnisse geweckt. Und dann, als er über den Aszendenten gegangen ist, da hat er dann gesagt, okay, wie bringe ich das ins Leben? Und da ist diese Person jetzt fast durch mit, ja, und kann jetzt, wenn nächstes Jahr Pluto in den Wassermann reisen wird, anfangen, da das, was sie erfahren hat, und das war sicher nicht immer leicht, das in einer Form positiv umzusetzen, anzuwenden. Mhm. Okay, das kannst du jetzt komplett sehen, dass wenn diese Transformation durch ist, dass das dann in eine andere Dynamik wieder geht. Auf jeden Fall. Gerade jetzt könnte ich es mir auch herausfordernd vorstellen, weil wir haben gerade Venus im Steinbock, rückläufig. Kennst du vielleicht schon von Merkur rückläufig, ne? Dass dann immer gesagt wird, bestimmte Dinge nicht tun. Und Venus rückläufig im Steinbock hat oft was mit Selbstwert zu tun. Und ich werde zurückgeworfen
meistens so in 8-Jahres-Rückläufen auf Zeiten, in denen ich mich nicht so gut gefühlt habe oder vielleicht habe ich mich gut gefühlt, aber habe dieses Gefühl verloren. Und hier wird das gerade sehr stark angetriggert, dieses Thema. Wenn die Person bis gerade noch gar nicht unbedingt wusste, was du jetzt erzählst, ja, und ich sage mal, du und sie hört jetzt, du hast jetzt noch das und das Thema, kann man nicht die Person auch, ich sag mal, negativ beeinflussen dadurch? Total, absolut, total. Natürlich. Und deswegen ist das eine echt verantwortungsvolle Aufgabe, auch ein astrologisches Chart zu lesen, oder? Absolut. Und es gibt leider, soll ich das erstmal zumachen, dass wir uns wieder direkt sehen? Ja, gerne. Ja. Ja, es gibt leider sehr, sehr, sehr viele Menschen, die das auch missbrauchen, genauso wie das Kartenlegen missbraucht wird. Ich hoffe, du hast mitbekommen, dass ich das nicht versuche, sondern ich versuche den Menschen, indem ich was aus der Vergangenheit schon erzähle, so ein Gefühl zu geben, aha, das stimmt, ja, dann kann ich mich dieser Person öffnen, ne? Aber ich werde niemals irgendwie etwas sagen wie, das geht total schief, ne? Meistens erzählen mir die Leute dann, okay, ja, da war das und das und dann kann ich damit arbeiten. Mhm. Und letztendlich geht es mir immer darum, dass am Ende die Leute sagen, aha, gut, dann kann ich das jetzt nutzen, anwenden und damit ins Leben gehen. Also das ist meine Intention beim Beraten. Also es bleibt ja definitiv de facto so, dass das im Moment das Sternbild zeigt. So, also das Sternbild, das verändert sich ja nicht. Also du kannst es ja nur interpretieren, wie sich das jetzt gerade zeigt. Und dann, also, wie ich glaube, entschuldige, das habe ich nicht ganz verstanden. Sternbild? Also, ich sag mal, du zeigst jetzt sozusagen das Bild, was sich jetzt auf diesem astrologischen Chart zeigt, das zeigst du jetzt und das interpretierst du. Ja. Beziehungsweise deutest du. Also das ist dann das, was dieses Bild zeigt. Wenn sich der Mensch damit nicht identifizieren kann, dann lässt es wahrscheinlich so stehen, weil es bleibt ja so, dass das Bild das so zeigt. Also das Bild verändert sich ja nicht, egal mit welcher Erfahrung im Leben der Mensch das zu tun hat, oder? Nee. Also, kann sich das auch verändern? Ja, also sagen wir so, die Menschen entwickeln sich ja Gott sei Dank, ne? Und wenn ich so eine 40, 50-Jährige vor mir habe, dann hat die wahrscheinlich schon einiges durchgearbeitet und wird sagen, so bin ich nicht mehr. Wenn sie sich dann aber zurückerinnert, wird sie sich an das erinnern. Ja, ja? Genau. Ich muss natürlich immer berücksichtigen, in welchem Entwicklungsschritt sie ist. Was ich mit einem Horoskop nicht erkennen kann, ist A, wenn ich die Person nicht vor mir habe, wie entwickelt ist sie, egal wie alt sie ist. Also lebt sie ihr Leben bewusst oder unbewusst. Mhm. Ne? Ich kann nicht erkennen, welches Geschlecht sie hat. Mhm. Ja, das ist auch nicht möglich. Mhm. Ja, und ich kann auch nicht erkennen, ob sie ihre Potenziale gut nutzt oder ob sie selbst vielleicht manipulativ arbeitet. Ne? Ja. Das ist dieses Stärken-Schwächen-Thema, was wir auch immer erarbeiten. Genau. Aber was ich wirklich schön finde, ist, dass sich etwas zeigt, du das deutest und im Grunde ist ja dann die große Auflösung, wie transparent die Person damit umgeht und wie sie das auch zulässt. Ne? Weil entweder möchte man astrologisch etwas über sich erfahren oder eben nicht. Ne? Ganz genau. Also als ich angefangen habe mit der Astrologie, das ist jetzt 20 Jahre her, da war es wirklich üblich, dass du das so ein bisschen auch, das nannte man die psychologische Astrologie, die natürlich immer noch existiert, aber die verwässert so ein bisschen langsam. Also es ist dieses Thema des Kicks mit Orakel, wird immer stärker in der Gesellschaft. Mhm. Und man setzte sich halt hin und das Erste, was man tat, war so eine Art Anamnese, wenn du dich mit Astrologie beschäftigt hast und hast erstmal wirklich ein Grundhoroskop gedeutet bekommen, 2 Stunden lang. Mhm. So, das wurde dann auf Kassette aufgenommen, hat man sich angehört und immer wieder angehört. Ich nehme auch, wenn jemand zu mir kommt, immer alles auf, ne, damit die Person sich das auch wieder anhören kann. Und dann ging man weg und dann fing man an, sich darüber Gedanken zu machen, wo stehe ich denn jetzt damit?
heutzutage haben die Leute keine Zeit mehr dafür. Das muss dann alles tschack passieren. Schnell gehen. Kann ich auch, ne? Aber es ist, also wenn du wirklich dich mit Astrologie auseinandersetzen willst, lohnt es sich, dann nach und nach alles gemächlich zu erforschen. Mhm. Aber gleichzeitig, es gibt zum Beispiel auch die Biografiearbeit mit Astrologie, die habe ich auch gemacht, dass ich mein ganzes Leben so biografisch aufgearbeitet habe. Deswegen kann ich dir auch sagen, Konstellationen 2021 oder 2001 oder sonst was, ich kenne die Bewegungen der Planeten. Mhm. Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich sagen wollte. genau, was ich sagen wollte, ist, dass... eigentlich, dass man ehrlich drauf guckt und tiefer tauchen müsste, um das in Gänze zu verstehen wahrscheinlich. Ganz genau, das sowieso. Und ich habe es nicht so gerne, wenn Leute zu mir kommen und einfach nur so von mir eine Lösung bekommen wollen für ihre Probleme. So, mach mal. Ja, was sagen die Sterne? Schicksal ist nichts, was ich mag. Also ich bin keine Schicksalsdeuterin. Mhm. Ich bin der festen Überzeugung, dass es schicksalshafte Begegnungen im Leben gibt. Ich bin der festen Überzeugung, dass manche Dinge passieren, um uns irgendwo hinzuführen. Ja, aber ich bin auch immer der Ansicht, dass jedenfalls hier im Westen wir das dieses große Glück haben, unser Schicksal immer in die Hand nehmen zu können. Ja. Ich weiß nicht, wie das für eine Frau jetzt in Afghanistan ist, aber hier haben wir die große Chance und ich finde das ganz schrecklich, wenn man sich diesem Schicksal überlässt. Ja. Und das ist auch, was ich immer mache in Beratungen. Also ich versuche immer, ich mag es am liebsten, wenn mich Leute fragen, was kann ich tun? Wie entwickelt sich dieses Vorhaben, das ich habe? Und ja, das mache ich dann. Also du deutest die Wege, also das Potenzial und ob sie den Weg dann gehen oder nicht, entscheiden sie am Ende des Tages sowieso selbst. Genau. Und da sind wir wieder bei dem, was du vorhin gefragt hast. Natürlich gibt es Astrologen, die so auf Themen herumreiten, die wirklich nicht konstruktiv sind. Also die dir dann erklären, dass dein... ich kann auch, das habe ich jetzt nicht gezeigt, ich kann auch, wenn du mir Daten einer anderen Person gibst, möglichst mit dem Einverständnis dieser Person, kann ich eine Synastrie erstellen. Das heißt, ich kann gucken, welche Themen haben zwei Menschen miteinander. Das interessiert natürlich immer in der Liebe. Mhm. Und da gibt es dann Astrologen, die sofort anfangen zu erklären, ja, das ist dein karmischer Seelenpartner und du kommst da von dem jetzt nicht mehr los und du bringst die dann in so eine Opferhaltung, die Leute. Das finde ich auch schwierig. Also finde ich schon so ein bisschen Gänsehaut beim Zuhören. Ja, genau. Und deswegen, also mir ist es ganz wichtig, ich weiß nicht mal, ob es Seelenpartner gibt. Ja, ich bin auch jemand, der nicht so unbedingt von der Reinkarnation überzeugt ist, lustigerweise. Also je länger ich Astrologie mache, je länger ich mich mit Spiritualität beschäftige, das tue ich jetzt seit fast 30 Jahren mindestens, umso mehr denke ich, okay, das ist alles nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist, im Hier und Jetzt zu leben. Ja. Und ob das gibt oder nicht, hilft mir überhaupt nichts. Ja? Ob ich mal mit einem Mann multiple Orgasmen in der Vergangenheit hatte, ist total wurscht jetzt. Ja? Und da versuche ich, die Leute hinzubringen. Mhm. Ja. Aber das bin ich und das ist nicht die Astrologie. Nee, finde ich gut. Also ich finde, ich mag auch diese Weissagung nicht, das und das wird passieren und schon hast du diesen Floh ins Ohr gesetzt oder auch den neuen Glaubenssatz irgendwie da gelegt. Genau. Finde ich auch schwierig, aber finde ich im Allgemeinen. Das zieht sich ja nicht nur in der Astrologie, sondern es zieht sich ja im Grunde immer in jeder Dienstleistungsbranche, wenn du mit jemandem arbeitest und beratend ist das nicht, aber so in deinem Fall ist es schon noch beratend, aber als Mentorin oder so arbeitest, ne? Das finde ich das eh schwierig. Und das finde ich so ärgerlich, dass wenn es das Astrologie- oder Kartenleger-Bashing gibt, ja, dass immer drauf rumgeritten wird, A, wir sind so wahnsinnig teuer, ist das eine Argument, und B, dass man damit total manipulieren kann, weil ich bitte dich, in welchem Beruf kannst du das nicht? Ja, genau. Und dann ist die Frage, ob jemand das tut oder nicht. Also genau, es geht ums ethische Bewusstsein. Genau, so sehe ich das auch.
dafür bin ich im Deutschen Astrologenverband und im Tarotverband, da bin ich sogar die Vorsitzende, weil wir alle einen Ehrenkodex unterschreiben und ein Berufsgelöbnis ablegen, bestimmte Dinge nicht zu tun. Die kann man auf den Homepages nachlesen. Und wenn man das doch tut, dann kriegt man auch Stress mit der Vereinigung. Deswegen engagiere ich mich dafür. Also dort findet man auch, also über solche Vereine, findet man dann auch tatsächlich die seriösen Anbieter, wenn du so willst, ne? Also ich... kannst ja da wahrscheinlich auch nicht die Hand dafür ins Feuer legen, aber... Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich kann nicht garantieren, dass die Menschen was unterschreiben und dann machen, was sie wollen. Ja. Aber sagen wir so, bisher, dass dieser Boom von Astrologie und Tarot, der ist jetzt ja noch nicht so lange her, ne? Ja. Ich würde sagen, so 2017 oder so hat das begonnen. Vorher waren das Menschen, die... Du trittst in keinen Verein ein, wenn du nicht da was für tun möchtest, ja. Und heutzutage würde ich schon denken, okay, manche treten da vielleicht auch ein, um irgendwie damit Werbung machen zu können, ja, dass sie sowas unterschrieben haben. Aber prinzipiell gibst du dir nicht die Mühe, dich so einer Vereinigung anzuschließen und Geld, einen Beitrag zu zahlen dafür, wenn du das da auch nicht dran glaubst. Das stimmt. Oder wenn du das nicht lebst, ne? Ganz genau. Ja. Und also, deswegen ist es ganz wichtig, finde ich, da zu gucken. Könnt ihr auch gerne gucken, wer sich das hier anguckt. Ne? Die eine Seite heißt tarotverband.de und die andere Seite heißt dav-astrologie.de. Beide sind auf Instagram auch, kann man auch abonnieren und die Leute sich angucken, die dazugehören. Ja. Einige. Ja, super. Wir hatten jetzt die Vorurteile, wir hatten die Seriosität, wie findet man seriöse Anbieter. Was wird am allermeisten gebucht? Also buchen auch Manager ein berufliches Horoskop für sich und ihr Unternehmen? Oder kann man auch da schon jobmäßig gucken, so und so wird es laufen und das könntest du umgehen da und damit? Oder ist das auch gut dafür? Ja, also ich hab viele Stammkunden, die sich vor allem auch für die Entwicklung ihres Geschäftes interessieren. Und jetzt hier in Hamburg gerade auch mal so in der Schifffahrt unterwegs, ganz lustig. Und mit denen kann ich genauso gut, wenn ich das Gründungsdatum eines Geschäfts habe, ein Horoskop dafür erstellen und die Höhen und Tiefen ausloten oder was die Firma braucht, wie so ein Baby, um sich wohlzufühlen. Ne? Ja. Also ja, das schön. Wird schon gefragt, ist aber nicht der Schwerpunkt. Ne? Ja. Die meisten Menschen, die kommen, weil sie in einer Krise sind. Es gibt, wie gesagt, immer seltener Menschen, die sagen, ich möchte jetzt einfach mal mein Horoskop verstehen. Gibt es auch, aber nicht so viel mehr. Die meisten haben eine akute Krise und wollen Hilfe. Ja. Und sehr oft ist das zurzeit das Thema Job, ne, weil die Jobs wegbrechen, beziehungsweise weil sie sich verändern. Und dann diskutieren wir halt, wie wir diese Veränderung mitgestalten können. Genau. Und das andere ist die Liebe, ne, irgendwelche Themen, die Menschen mit einer anderen Person haben, sind natürlich auch oft Thema oder dass sie ewig Single sind und welche Glaubenssätze dahinter liegen. Auch das kann man im Grundhoroskop ja sehen. Und ein wichtiges Thema, das wird immer stärker, ist dieses Thema, was ist meine Berufung? Was ich auch ein bisschen schwierig finde. Ich finde, wenn ich so krampfhaft nach der Berufung suche, dann finde ich sie nicht. Es geht mehr darum, dem zu folgen, was einen zieht. Und dann wird man da schon irgendwie landen, glaube ich. Genau. Und man muss die Antwort ja auch noch nicht unbedingt mit 25 haben, ne? Ganz genau. Oder auch noch nicht mal mit 45. Also je nachdem, wann es dran ist oder ob das überhaupt gerade relevant ist, das zu wissen. Also astrologisch gesehen wäre es ganz gut, wenn man sie mit 45 ungefähr hat. Da bin ich nämlich durch meine zweite, ich nenne es inzwischen immer Midlife-Crisis, aber meine zweite große Lebenskrise, die zwischen 36 und 44 bei den meisten Menschen ist. Die erste große Krise ist um das 27. Lebensjahr herum. Ne? Und dann, wenn ich so
mit 45 weiß ich eigentlich sehr gut, wo ich stehe, habe mich vielleicht getrennt oder neu verheiratet oder mir einen neuen Hut gekauft, keine Ahnung. Und dann kann ich loslegen, mich mehr um mich zu kümmern. Kinder sind oft aus dem Haus und jetzt fängt es an. Ne? Also bis dahin, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um es zu wissen. Aber gerade dieses Thema in den 20ern zu bewältigen, ist, kann man machen, aber ist, glaube ich, gar nicht so sinnvoll, weil gerade die 20er gut dafür sind, zu experimentieren und sich selbst zu erforschen. Ja. Und ein großes Thema, wo wir gerade dabei sind, ist Kinderwunsch. Ne? Da kommen sehr, sehr viele Frauen Mitte, Ende 30 und wollen da Hilfestellung haben. Ich kann natürlich niemals eine Diagnose stellen. Ich darf das gar nicht und ich schicke die Leute auch immer zum Arzt deswegen. Also einmal ganz kurz, würde es denn da drin stehen, wie viele Kinder man bekommt? Steht das da mit drin? Nee. Also nicht so wie bei den Fingern manchmal da diese Striche oder in den Karten steht es ja wahrscheinlich dann schon eher, ne? Nicht? Also ich möchte niemanden auf die Füße treten, aber ich glaube, wenn ich sowas vorhersagen kann, wie viele Kinder jemand kriegt, dann kann ich das, weil ich irgendwie... Ja, gar nicht mal unbedingt wie viele, sondern einfach, das könnte sein, dass du schwanger wirst oder so. Oder ich sehe dich hier mit dem... Also was man gut erkennen kann, sowohl in der Astrologie als auch im Kartenlegen, ist, ob du gerade eine gute fruchtbare Phase hast oder nicht. Das ist ja echt lustig. Ja, okay. Aber das würde ich auch niemals ansprechen, wenn mich nicht jemand danach fragt. Ne? Ja, also sowas kann man schon sehen. Ja, okay. Und dann das ist einfach spannend, was man alles sehen kann. Ja, also deswegen, ich finde es immer hochmutig, wenn alle Leute, alles preisgeben in diesen ganzen Social Media, weil tatsächlich, wenn du es kannst, kannst du alles sehen. Du kannst auch gemein sein und gucken, wann hat denn diese Person eine große Krise und dann kannst du da reinhauen. Ne? Ja. Das ist... kannst deine Achillesferse da mal schön hinlegen. Kriegst die Achillesferse raus, ganz genau. Ja. Und das ist etwas, was... Wie gesagt, ich mache das nicht, aber das ist halt wirklich auch eine Gefahr. Und du solltest dir gut überlegen, wem du das anvertraust. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Also man soll sich sowieso gut überlegen, wem man vertraut. Ganz genau. Also Kirsten, das ist ganz, ganz spannend, was du alles erzählst. Und ich glaube, wir könnten auch noch 100 Stunden weiterreden. Klar. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und wünsche dir alles, alles Gute weiterhin mit deinen Horoskopen und mit deinem Leben sowieso. Ja, das wünsche ich dir auch, mit oder ohne Horoskop. Und viel Erfolg bei deinem Portal. Ich bin sehr neugierig, was da alles noch kommt. Ja, ich auch. Dankeschön. Tschüss. Alles klar. Tschüss.